Oh, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kings Knight. Bereitet euch wieder erneut euer Game Over vor. Heute Steak Pasta mit Cherry Tomatensauce. Das braucht ihr alles für eure Zubereitung. Bei jeder Vorbereitung immer gut die Hände waschen. Mit euren Topf mit heißem Wasser. Schmeißt die Herdplatte an. Macht euren Topf auf die Herdplatte und noch eine Prise Salz hinzu. Schneiden wir unsere Steaks in Streifen. Dann schmeißt ihr eure nächste Herdplatte an. Dann macht ihr eure Pfanne auf die Herdplatte und fügt Öl hinzu. Dann macht ihr eure Steakstücke in die Pfanne. Dann wird alles gut angebraten. Schneiden wir unsere Zwiebel. Zerhackt eure Zwiebel. Brauchen wir noch Zehe, und zwar die vom Knoblauch. Werden unsere Knoblauchzehe in die Pfanne reingerippt. Dann fügen wir noch ein paar Cherry-Tomaten hinzu. Dann fügen wir noch Kochwasser hinzu. Dann habe ich meine Cherry-Tomaten zerdrückt und daraus meine Soße. Und daraus meine Tomatensoße gemacht. Dann habe ich unsere Steakstücke wieder reingemacht. Den Veta reingemacht. Dann habe ich meine Nudeln ins heiße Wasser gemacht. Dann habe ich die Nudeln auch noch in die Pfanne hinzugefügt. Das Ganze vermischt. Dann habe ich noch ein bisschen Schnittlauch geschnitten. Den frischen Schnittlauch habe ich dann auch noch in die Pfanne. Dann lege ich euch das Rezept auf den Tisch. Frisch und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Mittwochabend.